Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur nächsten Runde. FIFA 19 hier in meinem verdunkelten kleinen Zimmer auf dem Sonntag. So, ich spiele weiter mit Kim Hunter, alles klar, wir gucken USA gegen Schweden. So, das ziehen wir uns rein. Gleich nach dem Intro geht's los, bis gleich. So, mit Team spielen. Natürlich spielen wir wieder mit dem Team. Das ist auch die letzte Runde in meiner Aufnahmesession. Es ist schon wieder ein bisschen dunkel. Ich habe auch gar keinen Bock mehr, wenn ich ganz ehrlich bin. Haha, das werde ich rausschneiden. So, was haben wir denn hier? Aufgaben. K2 unter Druck. Kapitel 2 ist bei ihr auch gleich vorbei. Erziele ein Tor im FIFA-Frauen-Weltmeisterschaftsdebüt. Erreiche die K.O.-Runde der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft. Das werden wir jetzt gleich machen. So, wir sind auf der Tabelle. Punkte gleich mit England, Schweden und den Niederlanden. Das heißt, wir müssen definitiv hier ein bisschen was reißen. Ohne Scheiß. Die USA bestreiten heute ihr drittes Rundenspiel bei dieser FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft. Können wir eine Runde duschen gehen und danach hauen wir uns aufs Sofa und genießen unseren Sonntagabend bei einem kleinen Film. Völlig klar. Ich denke, ich werde mir Essen bestellen. Denn mit einem Sieg wären sie weiter. So. Wären im Achtelfinale. Also es ist ein interessantes Spiel. Eine der Spielerinnen auf die ist Hunter. Kein guter erster Abschluss. Schuss. Schlechter Versuch. Ich will natürlich direkt wieder gut in Führung gehen. Und wie ich eben gelernt habe, sind Weitschüsse dafür sehr gut geeignet. Aber jetzt ist der Ball weg. Trotzdem wollen wir mal nicht zu mutig werden hier mit den Girls. Appelquist. Und abgefälscht, abgetropft, abgenommen den Ball. Jawohl. Und passt. Kim Hunter. Und, ne, da war sie im Abseits. Denkst du, die zwei können heute Einfluss auf die Partie nehmen? Wolf. Beide haben innerhalb ihrer Mannschaft ein ganz besonderes Schuss! Ah! Schönes Passspiel mit meiner Mentorin hier an dieser Stelle. Muss ich ganz ehrlich auch sagen, ich war sehr konzentriert. Ich konnte immer wenn ich nicht rede, übrigens, bin ich konzentriert. WM ist bislang eine 17-Jährige. Oh! Jawoll! Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Aber meine Chance. Richtig gute Freistoßposition. Gute Position. Ob ich den Ball jetzt wohl mit Hunter schießen kann? Das wäre geil. Und ja, klar. Müsste ich halt noch treffen, ne? Aber. Guck mal, wie cool das aussieht. Ja, nicht auf die Schuhe, ne? Wir wissen ja. Ah, sie wieder. Sie hat auch einen harten Tritt drauf, glaube ich. Schützin rufen, Schützin rufen, Schützin wechseln. Rechte Taste. Komm schon, ey, bitte. Ich muss ihn eigentlich dahin schießen. Oh! Da können Sie erstmal klären. Oh nee! Ich habe nichts gedrückt. Es hat zu lange gedauert, weil ich das mit den Einstellungen nicht gepeilt habe. So, kommt. Lindsay Horan! Der geht nicht rein. Krass. Super Chance. Was für Chance vertan. Zwei krasse Chancen hintereinander. Egal, komm, wir machen das hier. Wir müssen definitiv gewinnen. Ich will hier mit den drei Leuten einfach ein richtig geiles, eine richtig geile Journey Art hinlegen. Hier diesen Pass, weg ist der Ball. So. Morgen. Schön immer auf unsere Kollegin. Hereingabe. Jawohl. Ach. Die Chance müssen Sie eigentlich nutzen. Ja, das war das denn? Aus, aber der Abschluss viel zu schwach. Der war ja überhaupt nicht richtig getroffen. Vielleicht wäre es doch zu heftig gewesen. Der kam echt gut rein, ey. Wahrscheinlich den Ball ins Klasse Aktion da. Jenseits befördert. Ach du Scheiße. So, jawohl. Nach dieser Reingabe. Nein, der Ball ist. Oh, den hat sie Gott. Super gehalten. So, das heißt, ist es außen, Ecke für Schweden. Noch nicht vorbei. Erstmal schön die Ecke hier. Da kommt die Ecke. Ja, und weg damit. Gut, aber der Ball ist erstmal weg. Hunter hat den Ball abgefangen, aber verloren direkt. Jetzt können sie flanken. Skook. Jawohl. Aufgepasst. Komm, nach vorne. Kim Hunter. Lauf. Und Alex Lauf. Jetzt. Schönes komm, Spiel. Komm, komm. Kim Hunter. Oh. Schade, kein Tor. Super gemacht, ganz präzise. Mann. Und 4 Zentimeter. Ja, das war echt nicht die beste. Ach, das war Zentimeter. Komplett scheiße. Hat echt nicht viel gefehlt, aber trotzdem. Wir bleiben weiter heiß. Aus? Nee.
Das war aber ganz kurz vor knapp vor aus. So. Kim Hunter. Erstmal hier auf sie. Oh. Gerade nochmal gerettet. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Klasse Technik. Da hat die gegnerische Spielerin auf jeden Fall besser den Ball getroffen als ich. Warum bin ich so langsam? Selin am Ball. Und weg. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Und weg. Scheiße. Das war nichts. Und das hat mich auch wieder schmerzhaft dran erinnert, dass ich nicht einfach nur den Knopf drücken sollte, sondern auch die Stärke des Schusses einstellen soll. Da kommt der Pass auf außen. Mein Glück, mein Glück. Chance zur Führung. Da senkt sich der Ball nicht rechtzeitig und geht übers Tor. Scheiße. Erste Halbzeit immer noch. Wir können immer noch, ne? Also wir haben uns durch diese ganzen Pässe und Fehlschussaktionen hier und das ist der Ballverlust. Schon eine recht gute Bewertung angeeignet. Auf jeden Fall über 7. Rubensson. Manchmal müssen wir nur 7,7 reißen. Oh. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Bitte jetzt kein Tor. Wichtiges Tackling hier. Raus damit. Und Alex Morgan. Gute Ball hier. Da juckt mein Gesicht andauernd. Mann. Die USA zeigen in diesem dritten Vorrundenspiel eine gute Leistung. Und eigentlich schon wieder. Können Mann, ich muss das gewinnen. Ich muss das gewinnen. Kann nicht sein. Ich muss das gewinnen. Die so, es geht weiter. 45 Minuten laufen jetzt also hier. Und wenn die absolviert sind, ist die Hälfte der Gruppenphase schon vorbei. Oh, wirklich? Selin am Ball. Der Ball verlust, keine gute Aktion. Scheiße. Aha. Aha. So, jetzt nicht zu überstürzen hier. Oh. Alex Morgan am Ball. Appelquist. Bitte? Fridolina Rolfö. Abgepisst. Bäh. Und Skelin. Gutes Tackling. So, Morgan. Hunter. Viel zu klein. Selin am Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Scheiße. Zurück. Skook. Mann. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Nee, wäre es nicht. Wäre jetzt Zeit für jawohl und jawohl und scheiße. Ja, schwacher Ball hier. Und nun ein Schuss. Nee. Jetzt hat das war es aber auch nicht. Das Mann. Gewesen. So ein Scheiß. Ein Unentschieden wäre echt beschissen. Und ich frage mich, wie lange es dauert, bis ich hier angezeigt kriege, dass ich gleich es ausgewechselt wird gleich werde. Ja, oh, kaum ausgesprochen. Appelquist. Sagt er es auch schon. Klasse Seitenwechsel, schöne Bestimmt. Aktion. Sieht immer schön aus, finde ich. Fridolina Rolfö. Nee. So, kleines Aufbauspiel versuchen wir jetzt erstmal hier langsam. Hier unten wäre was frei. Komm, wir laufen. Die war gerade schon wieder im Abseits. Hunter. Ja! Jetzt vielleicht. Nein! Oh Mann! Jetzt gibt's Abstoß. Scheiße! Und jetzt wird auf beiden Seiten gewechselt. Scheiße. Hunter, ich krieg meine Anweisung. 7,3, okay, haben wir schon gemacht. Führungstor, ja, bricht den Bann, gewinnt das Spiel. Wir müssen das Tor schießen. Mit Hunter. Das übt jetzt nochmal zusätzlichen Druck auf mich selber aus hier. So eine Scheiße. Appelquist. Die steht echt oft frei. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Okay. Und jetzt gibt es Einwurf. Komm schon. Sembra. Noch oh, sind wir müssen das echt 20 machen. Minuten zu absolvieren. Ball bei Seger. Das war echt gerade die Chance, ey. Das war gerade die gefährlich. Chance. Oh. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Hunter hat den Ball. Lloyd. Na, die Fans hoffen jetzt natürlich auf den späten Siegtreffer. Gute ja, Pass. Jetzt. Komm schon. Gute Idee. Oh.
Super abgewehrt hier. Oh. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Echt jetzt? Fridolina Rolfö. Einfach nur weggetreten, Einwurf ey. Einwurf für die Schwedinnen. Oh Mann. Hätte ich doch früher geschossen. Du musst früher schießen. Ich hab's eben noch gesagt, die Weitschüsse gehen klar. In diesem dritten Vorrundenspiel. Nee. Aktuell werden Was mach ich? Ich schieße nicht weit. Oh. Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Auf Hunter. Mal hoch spielen. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Bisschen runter. Kim Hunter. Sie sind Komm. Geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Scheiße. Ja, es ist echt verhext. Und Lothar Skelin. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Das könnte gefährlich werden. Wird das jetzt gefährlich? Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Jetzt komm. Oh. Du dazwischen gegangen. Mann. Echt, ich kotzen könnte. Frustrierend. Erneut äußerst frustrierend. Pass von ihr. Und das ist nicht das erste Mal heute. Lauf, 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 lauf. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Jetzt nee. Kann sie an den Ball kommen. Da bin ich erstmal ruhig geblieben und schon läuft die Sache mit dem Abwehren hier. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Oh. Können Sie sich den Oh. noch holen? Weg ist Niemals. Bumm, weg. Unentschieden. Die US-Amerikanerinnen wieder ein gutes Ergebnis ab. Verdientermaßen stehen sie nun also in der nächsten Runde. Ja, gut, das Unentschieden hat uns nochmal den Arsch gerettet, aber okay. Ich glaube, so langsam bekommen die anderen auch Junge, wieder Junge, 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 Junge. Das sieht schon wieder richtig gut aus. Für mich ist die Titelverteidigung. Da muss man definitiv aufpassen, Alter. Da muss man definitiv aufpassen. Wenigstens haben wir den Boss beeindruckt. Scheißegal. Wir wollen mal gucken, was hier jetzt noch passiert. Es war ein recht, naja, unbefriedigendes Spiel. Wir gucken mal, was hier noch in den Trainingscamps so geht. Vielleicht müssen wir dann noch ein kleines Training absolvieren. Vielleicht kriegen wir noch ein kleines Video um die Ohren geschossen, Alter. Bewertungen. Ja, guck mal, wir sind 77. Das ist fast so gut wie Danny Williams. Danny Williams sind wir kurz nach der 79. Ah, das Video kommt jetzt. Mit Daddy-O. Danke. Hey, Monsieur, mon plaisir. Absolut unglaublich. Das hast du deinem Bruder zu verdanken. Er hat den Tisch gebucht oder diesen Raum. Oder seine Leute. Er hat ein unglaubliches Leben. Ja, in der Tat. Kim, herzlichen Glückwunsch. Meine Tochter in der WM-KO-Runde. Klasse. Jetzt wird's richtig hart. Spaß dir, Dad. Hör ich andauernd von De Silva. Ich meine es doch nur gut, Kim. Du hast mich halt etwas überrumpelt. Das kam für mich sehr plötzlich, dass du nicht aufs College willst. Was, wenn Seattle geplatzt wäre? Oder was, wenn irgendwas... Ich wollte bloß drüber reden. Nur reden. Aber du hast alles mies gemacht. Jetzt kann ich ehrlich verstehen. Kim, bitte. Ja, man sieht aber schon Reue. Mir tut's leid. Tut mir leid. Es ist dein Leben, Kim. Deine Karriere. Deine Wahl. Wir können reden, wenn du willst. Bleib einfach auf dem Boden. Ich weiß doch, dass du mich unterstützt. Aber ich bin nicht du. Ich habe eine Riesenchance. Das ist was Besonderes. Ich muss mich entwickeln. Du musst loslassen. Du musst loslassen. So geht's eigentlich klar von wegen Ausleuchten, ne? Na. Alles klar. Erziele, Kapitel 2. Erziele ein Tor im FIFA-Gedöns-Böhms. Erreiche die K.O.-Runde der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft. Nein. Ultimate Team Leihspieler. Rufe deinen Bonus im FIFA Ultimate Team. Interessiert mich nicht. Und wir setzen natürlich die Journey fort. Warum war denn da eben angezeigt, dass ich die K.O.-Runde nicht erreicht habe? Und in dem Gespräch davor war davon die Rede, dass ich die K.O.-Runde erreicht habe. Na, Katze, tritt mir nicht auf mein...
Kugler, was ist denn mit dir? Okay, Friends. Haben wir's? Oder machen wir gerade noch das Training? Wir sind wieder mit Alexander unterwegs. Eimerstopfer über die Mauer. Alles klar, Friends. Ich würde sagen, das reicht's. Das reicht dann erstmal hier von meiner Seite für diesen Tag. Wir haben 10 Punkte auf der Tabelle. Wir führen das ganze Ding an. Das heißt, wir könnten jetzt sogar einmal verlieren und hätten immer noch einen Punkt Vorsprung auf den danach folgenden, in diesem Fall Sporting Portugal war das, glaube ich. Und ja, wir spielen dann einfach in der nächsten Runde weiter am nächsten Tage. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis dann. Tschüss, Eikowski.